guten Abend auch noch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Weig. Ich bin der Wahlkampfleiter hier im Wahlkreis und in dieser Funktion darf ich jetzt auch noch zu einer kleinen, kurzen Diskussionsrunde einladen bzw. moderieren. Wir haben Zeit für 6 Wortmeldungen. Die ersten 3 dürfen sich jetzt, Herr Reiners, schon gemeldet. Dann dürfen Sie das schon machen. Ich stelle deshalb die erste Frage, Herr Wurde, weil ich gerade im Radio gehört habe, dass es bei Herrn Steinbrücks Wahlveranstaltungen für den ersten Fragesteller eine Rheumadecke gibt. Nein, bei uns gegen die Aufforderung zu kämpfen und zu arbeiten. Das ist der Unterschied. Rauchen Sie eine Rheumadecke, so eine Aufforderung mitzuarbeiten. Meine ernsthafte Frage ist Sie zum Thema Mindestlohn. Ja? Vor einem halben Jahr war der Schritt dagegen. Jetzt, wenn ich es richtig verstehe, sind wir halb dafür. Sind wir am 23. September voll dafür. Welche Auswirkungen hat das auf den Arbeitsmarkt, insbesondere auf den Niedriglohn, falls das wirklich kommt? Klar. Also, wir sammeln schon. Weitere Wortmeldung? Der Herr Steude. Herr Rüder, ich muss Sie ehrlich fragen, haben Sie nach einer Legislaturperiode noch nicht die Nase mit den Koalitionspartnern voll? Haben Sie mal überlegt, wie die nächsten Verhandlungen sind, dass der Seehofer wieder einen wilden Mann spielt, der jede Gelegenheit nutzt, auch andere der FDP ans Knie zu treten, keinen Erfolg zuzulassen? Könnte man nicht auch mal das Gedankenspiel machen, ob man nicht eine CDU-Minderheitenregierung nur toleriert und damit dann im Zweifelsfall etwas mehr erreicht, als wenn man in eine Koalition eingeht? Natürlich verzichtet man da auf ein paar Minister, aber vielleicht hätte man mehr Einfluss. Dann hat der Herr Stackenhahn auf sich auch gemeldet. Herr Bülterle, Sie haben gesagt, dass der Strompreis nach Möglichkeit konstant gehalten werden soll. Dazu müssen wir nämlich wissen, warum. Dabei haben Sie gesagt, dass die EEG in dem Fall revidiert werden muss. Ja. Das ist aber allein nicht der Grund, weshalb der Strompreis dann konstant bleibt. Sie müssen noch ganz andere Sachen machen. Sie müssen in allererster Linie auch an den Stromweiterleitungskosten legen. Denn es ist so, wenn der Strom in der Hauptsache von der Nordsee kommen soll oder von der Ostsee, dann entstehen auch Weiterleitungskosten. Und das betrifft natürlich hauptsächlich den Süden. Erstens muss der Süden dann die Stromleitungskosten zahlen und er muss auch den Stromtransport zahlen. Also es ist wesentlich stärker als die im Norden. Und dieser Strom, diese Weiterleitungskosten, die machen heute 40% vom Strompreis aus. Und die werden in Zukunft dann noch mehr steigen. Das heißt, nicht allein die EEG ist preistreibend, sondern auch die Weiterleitung, wenn wir den Strom nur von Norden bekommen. Ja. Also erste Frage, Mindestlohn. Wir sind unverändert gegen einen gesetzlichen allgemeinen Mindestlohn, weil es unser ist. Also wenn Sie jetzt den SPD-Vorschlag nehmen, für ganz Deutschland Mindestlohn von 8,50, da sind vielleicht bei mir in der Eifel oben, wo die Mieten niedrig sind, die Kühe, Maisfelder in Fleisch zerlegt werden, noch eine Perspektive. Aber in Stuttgart und München ist das was ganz anderes. Deshalb ist das Unsinn. Quälbar alle Branchen, alle Standorte mit ganz unterschiedlichen Lebenshaltungskosten an Einlasslohn zu machen. Das Zweite ist, damit würden Sie die Lohnbindung völlig politisieren. Wenn die SPD 8,50 sagt, sagt die Linke 10. Wenn die SPD 10 sagt, sagt die Linke 15. Gysi hat immer eine Nummer mehr. Je kleiner der Gysi, desto größer die Nummer. Völlig klare Prinzipien. Und dann haben Sie statt Markt- und Tarifpartner, wo Gewerkschaften und Unternehmerverbände es aushandeln, haben Sie staatliche Löhne. Das sind ja auch bedenkliche Entwicklungen, die bei den Mieten SPD vorstellen. Bei Mieten dann. Festsetzung vorzunehmen. Auch bei Energie, Energieunternehmen zu zwingen, Preissenkung vorzunehmen. Ja. Habt ihr wieder Wackelkontakt? Das gehört nicht zum Kreis dabei. Wären Sie verwurscht gekauft. Also ich versuche es mal so. Dann sind es alles Eingriffe in Preisbildung über Märkte. Das ist mit dem Grundkonzept der sozialen Marktwirtschaft nicht vereint. Was wir gemacht haben, ist Folgendes. Wir sind für Tarifautonomie. Hören Sie mich dahin auch? Ja, okay. Das müssen wir gehen. Gut. Ja, das geht wieder. Wieder Freunde.
passt. Also, in den Bereichen, insbesondere in neuen Bundesländern, wo wir 5-6% der Gewerkschaftsbildung haben, ich kenne doch der FDGB, die wollen damit rein, und ein paar Unternehmer weniger als 10% Bildung in Arbeitgeberverbänden haben, da gibt es praktisch keine Tarifvertragspartei. Wir sagen, in solchen Fällen bietet man an, eine Lösung. Die Engländer sagen das Royal Commission, indem man vielleicht 3 Arbeitnehmer, 3 Arbeitgeber und 3 unabhängige Personen einnimmt. Da stelle ich mir vor, vielleicht einen früheren Unternehmer, vielleicht einen früheren Gewerkschafter oder Kirchenpräsident, die Ansehen haben, die dann Vorschläge machen, weil es keine Tarifvertragspartei gibt. Aber das ist immer noch eine dezentrale, branchenorientierte, regionale Vorschlagsweise. Aber der allgemeine gesetzliche Mindestlohn ist Quatsch. Wenn er zu niedrig ist, hat er keinen Effekt, können Sie es lassen. Wenn er zu hoch ist, vernichtet er die Arbeitsplätze. Nehmen Sie mal Gebäude rein. Wenn die Kehrmaschine billiger ist, dann gibt es keine Beschäftigung. Völlig klar. Deshalb halte ich das für Unsinn und es hat sich auch nicht geändert. Zweites ist, ja, meine die Nase voll, also wissen Sie, ich mache jetzt 40 Jahre Politik, deshalb bin ich noch mit dabei. Habe allerdings meiner Frau versprochen, ich mache es nur noch 20 Jahre. Ja, der Protest erfolgt zu Recht, aber man muss auch zu Hause mal Kompromisse schließen. Man kann sich nicht immer durchsetzen. Ist wieder kaputt? Also, von Minderheitsregierung halte ich überhaupt nichts. Wir sind gerade in dieser schwierigen Zeit. Nehmen Sie mal, ich habe ja nur nicht alles erzählt heute Abend, was ich weiß, sondern nur ein paar Aspekte von Europa angesprochen. Das mit einer Minderheitsregierung zu machen, halte ich für abenteuerlich. Ich glaube auch gerade in Deutschland, wie man stabile Regierungsverhältnisse haben. Deshalb bin ich kein Freund davon. Ja, wir haben vielleicht zu schnell verhandelt, zu schnell abgeschlossen. Wir müssen uns Zeit lassen. Wir müssen es länger machen. Da gab es einige, die haben sich schon auf großen europäischen Konferenzen gesehen. Deshalb haben sie denn das als zu klärende Fragen tituliert. Nein, da müssen wir uns Zeit nehmen, es präzise abklären. Und es war sicherlich auch ein Punkt, dass wir, nachdem wir 11 Jahre nicht in der Regierung waren, mit fast 15% das beste Ergebnis aller Zeiten erreicht haben. Vielleicht waren wir auch ein bisschen dann zu hoch geturnt. So wird man es vorsichtig sagen. Aber immerhin sehen Sie mal, wir haben 22 Milliarden entlastet, wir wollten mehr. Es sollten ein paar Milliarden mehr sein, aber wir wussten auch nicht, dass wir die Euro-Krise haben. Allein für den ESM haben wir fast 20 Milliarden Cash auf den Tisch legen müssen, den zu speisen. Insofern ist Politik auch immer ein Stück Veränderung. Also ich bin für klare Verhältnisse und für stabile Regierungen, die ihre Dinge durchsetzen können. Und kein Freund dieser Wackelpartie. Ja, ich habe das kennengelernt. Ich habe noch einen Rheinland-Pfalz, mit der SPD regiert, mit der CDU. Beide wurden besser in der Zusammenarbeit mit mir. Man kann immer einen Abgrenner fahren. Da muss man Selbstbewusstsein haben, muss es durchstehen, muss auch klare Linien dabei haben. Und mich reizt das unverändert. Wenn es einfach wäre, bräuchte ich nicht mitmachen. Zur Energiepolitik. Das EEG ist ein zentraler Punkt. Bei den Netzen haben wir eine Schwierigkeit. Ich wollte ja damals als Wirtschaftsminister eine deutsche Netz AG haben. Ich wollte die Netze komplett im deutschen Land haben. Können Sie anderer Meinung sagen? Ich sage mal meine Meinung, was das war. Und das ging nicht, weil E.ON den Deal gemacht hat, um 5 Milliarden Strafe mit der Kommission zu vermeiden, haben sich entschlossen, es zu verkaufen. Dann hat RWE später mitgemacht, jetzt haben wir Tennet und andere dabei. Dann ist es schwieriger. Ja, wir müssen denen auch eine Verzinsung bieten, dass es für sie rechnet. Das ist so. Wie über das Aufteilen der Region ist ein anderes Thema dabei. Und dass Energie nicht ganz billig zu haben kann, ist auch klar. Aber trotzdem, die Fehlsteuerung über Subventionen in diesem Bereich ist für mich unverändert. Bei 14 Milliarden Unsinn. Das haben wir falsch gemacht. Und ich halte es auch für richtig, dass die Unternehmen selbst die Mischung für Erzeugung von Energie im Standort entscheiden. Weshalb soll der Oberregierungsrat im Bundeswirtschaftsministerium das besser wissen, als die Leute, die es draußen beim Unternehmen haben? Die sind nicht schlauer. Nur öfters krank. Das ist der Unterschied. Und deshalb habe ich bei der Auffassung, EEG muss grundlegend verändert werden, dass wir auch eine Leitung ausbauen müssen. Vor allem, wir müssen sie durchsetzen.
Wo immer wir eine Hochspannungsleitung bauen, haben sie riesen Widerstände. Dann kommen einige sagen, alles Erdverkabelung. Es gibt keine Erfahrung, wenn die lange Strecken Erdverkabeln, wenn es die Auswirkungen sind. Dann kommen die Nächsten, die Schwierigkeiten haben. Und das muss man in Deutschland durchsetzen. Und ich muss Ihnen sagen, man muss den Notfallsgesetz machen, wie nach der Wiedervereinigung. Da muss man es auch in kürzeren Instanzenwege noch kürzer machen. Wir können uns nicht zu Deppen machen, dass wir nur rauf und runter diskutieren. Wir müssen auch noch einen Zug aus dem Bahnhof rauskriegen. Es gilt wörtlich auch bei der Energiewirtschaft. Und ich bin nicht bereit, eine Politik zu machen, wo nur rauf und runter geredet wird und nichts entschieden wird. Ich bin für Entscheidungen, die kann richtig oder falsch sein. Aber in mir gibt es Entscheidungen. Wenn Sie keine wollen, nehmen Sie einen anderen. Ich habe zum Glück eine Stimme, die mich vielleicht auch noch bis hinten hörbar machen lässt. Wir werden natürlich gucken, dass die Technik morgen schon wieder funktioniert. Möglicherweise ist es auch das Spätsommer nicht heiße Wetter, was eine Rolle gespielt hat. Aber ich denke, dass Sie gesehen haben, dass der Spitzenkandidat nicht nur durch alle Themen durchkommt in knapp 1,5 Stunden, sondern dass er das auch noch notfalls auch noch mit doppelter Lautstärke kann, wenn es sein muss. Und das ist was, was ich mir zum Ziel gesetzt habe, das vielleicht auch nach und nach so laut hinzukriegen und so hinzukriegen. War eine Freude, lieber Rainer Brüderlin, dass du da warst, dass du heute mit uns diskutiert hast. Wir beenden das natürlich jetzt auch noch nicht, es geht noch weiter. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie uns auch noch mal direkt können. Wir sind alle auch noch da, auch Brüderlin noch einen kurzen Moment, der muss dann noch nach Mainz, ich noch etwas länger. Also kommen Sie gerne auf uns zu. Kommen Sie gerne auf uns zu. Niemand verlässt den Kreis Böblingen so völlig mit leeren Händen. Es geht. Gute ist auch, wenn wir was nach Mainz schenken, geht das ja gar nicht in die Außenhandelsbilanz ein. Also das bleibt in der Binnenwirtschaft drin. Wir werden dafür auch in Zukunft nicht bestraft oder kritisiert, sondern wir können das ganz entspannt machen, auch wenn wir uns nicht für die Exporte schämen. Aber wir haben ein heimisches Produkt da. Das sind geschabte Spätzle mit Heckengäulinsen, eine Spezialität hier aus der Region. Ich denke, dass das auch zeigt, wir haben auch überlegt, ob wir dir das bekannteste Produkt unserer Region mitgeben, aber das ist einfach zu teuer gewesen. Was ist das? Das ist das Auto mit dem großen Stern. Die kleinste Variante ist zu teuer. Leoberg, die größte, bekannteste Firma, Geze, stellt diese Türsysteme her. Die kann man aber auch niemandem so in die Hand drücken. Geht auch nicht. Aber Heckengäulinsen kann man. Und auch diese gut. Vielen Dank, dass du da warst.